Hallo, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspirationen rund um euer Hobby. Heute habe ich für dich eine herbstliche, schnelle Feierabendkarte. Und wenn du wissen willst, wie ich die gebastelt habe, dann bleib jetzt einfach dran und ich wünsche viel Spaß beim Video. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer für neue Videos informiert wirst. Für das heutige Projekt brauchen wir verschiedene Stanzer, dann eine Doppelkarte in Elfenbein oder in Beige, Fotokarton in 10 x 14 cm zugeschnitten in Braun. Dann habe ich mir aus diesem Block hier dieses Papier rausgenommen. Das werde ich gleich auch noch zuschneiden. Dann brauchen wir Stempelfarbe, Papierreste in Beige und in Braun, 1 mm Klebepads, doppelseitigen Kleberoller, Stempelhilfe und Stempel nach Wahl. Außerdem eine Schneidehilfe, entweder sowas oder halt Cutter und Lineal klassisch. Außerdem brauchen wir eine Bordürenschere. Als erstes spanne ich mein Papier in die Stempelhilfe ein, suche mir passende Stempel aus. Ich nehme wieder alles Gute. Hier haben wir die Karte, die lege ich wieder hier hin, damit ihr seht, wo es hingeht. Und ich nehme nochmal den Spruch, jede Zeit ist deine Zeit. Das kann man ruhig zusammenstempeln. Dann brauchen wir braune Stempelfarbe. So reicht mir das. Jetzt lege ich das zur Seite, das kann in Ruhe trocknen. Und nehme mir jetzt mein Schneidebrett und schneide mir einmal den Hintergrund zurecht. Da das Papier hier, der Fotokarton, auf 10 x 14 ist, schneide ich mir das jetzt auf 9,5 x 13,5. So dass ich hier diese Efeu-Guirlande drauf habe. Jetzt nehme ich meinen doppelseitigen Kleberoller und klebe das Designpapier auf. Jetzt nehme ich meine Doppelkarte und auch das klebe ich dann wieder mit doppelseitigem Kleberoller auf.
Als nächstes nehme ich jetzt meinen 3,3 cm Locher und loche mir einmal das alles Gute aus. Ich sehe gerade, das passt nicht ganz hin. Das heißt, ich schneide mir das jetzt einmal ab und jetzt seht ihr, jetzt funktioniert es besser. Jetzt haben wir nämlich genau die Mitte dann auch getroffen. Und jetzt nehmen wir einmal 3,8 cm Locher und den Fotokartonrest in Braun. Und das klebe ich jetzt auf den braunen Fotokarton. Jetzt haben wir hier noch das. Dann nehme ich meine Bordürenschere, schneide mir ein kleines Schildchen. Jetzt nehme ich das, nehme doppelseitigen Kleberoller, klebe das auf meinem braunen Fotokarton und auch das schneide ich jetzt wieder aus. So, jetzt nehme ich 1 mm Pads. Und klebe das einmal auf. Diesmal mache ich es ein bisschen anders als bei meiner Musterkarte. Wie ihr seht, ich habe auch hier das ja falsch rum oder andersrum aufgeklebt. Und so mache ich das dann auch jetzt hier mit meinem Schildchen. Das mache ich jetzt hier oben hin. Das setze ich hier hin. Und jetzt loche ich mir noch mit den Papierresten ein paar Blätter. Und jetzt schaue ich, wo ich die hinhaben möchte. Und klebe die mit 1 mm Pads auf. Oder man könnte es auch abwechselnd machen, mal mit 1 mm und mal mit normalem Klebstoff, damit es nicht zu dick wird. Da könnt ihr das wieder machen, wie ihr möchtet. Hier bei der Karte habe ich zum Beispiel den hier nur mit ein bisschen Kleber aufgeklebt. Das ist mit einem Pad, das ist mit einem Pad und das auch. Aber ihr seht hier, da ist dann halt das direkt auf dem Papier aufgeklebt. Kann man auch machen. Ihr könnt es abwechselnd machen, gleichmäßig oder alle aufkleben. Das ist alles, ja, machbar. Ich glaube, ich wechsle das jetzt hier mal bei der Karte ab.
Ja, das war mein heutiges Projekt für dich. Wenn dir mein heutiges Video gefallen hat, dann findest du hier eine Playlist mit noch mehr Kartenbastelvideos. Ansonsten sage ich Tschüss, bastelt euch glücklich, eure Tanja.